Hallo Freunde, willkommen bei Vidicium Reviews von der Front. Ich bin der René, bei mir ist wie immer der Marius. Hallo. Hallo. Und der wird euch jetzt sagen, über was wir heute sprechen werden. Wir reden heute über die Trine-Trilogie oder Trine-Trilogy, explizit Trilogie, weil den vierten Teil haben wir bereits besprochen, explizit gelobt und gefeiert. Und jetzt haben wir uns durch die ersten dreiviertel durch, teilweise gequält. Aber dazu später mehr. Darum geht's heute. Ich glaube, Trine ist so ein klassisches Beispiel dafür. Es wird sicherlich der ein oder andere von euch kennen. Mir persönlich ist es mit Fable zum Beispiel so gegangen, wenn man beim hinteren Teil der Serie anfängt, dann wirken die ersten Teile auf einen relativ mau. Andersrum höre ich von den Leuten, die halt vorne mit Fable angefangen haben, ja, Fable 2 bzw. Fable 3 ist irgendwie unspektakulär, man rauscht nur noch so durch. Ich Bei kann, Trine. wo du gerade das Beispiel Fable sagst, ich kann beide Seiten verstehen da. Siehst du, bei Trine finde ich, ist so ein Musterbeispiel dafür. Wir haben es ja mal gesagt, als wir Trine 4, The Dark Prince, nee, The Nightmare Prince, Nightmare Prince. der Albtraumprinz besprochen haben, dass wir halt hinten angefangen haben quasi mit der Serie, war das gerade im Gold oder war es gerade einfach bei kostenlosen Spieltagen? Es Weißt war du? in Gold, wenn man es aus woanders hergeholt hat. Okay, ah ja, genau. So, auf jeden Fall haben wir halt eben mit Trine 4 angefangen und wie ihr unserem Video dazu entnehmen könnt, waren wir hellauf begeistert davon. Geliebt Dementsprechend haben haben wir wir, es. Wir hatten ja. Spaß damit. Wir haben Kopfnüsse gehabt. Wir haben jede Menge schöne Abende damit verbracht. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß damit. Grüße an dieser Stelle wieder an unseren Dritten im Bunde, an den lieben Simon. Monster, Ne? hallo. Ohne ihn wäre unsere Dreierrunde eben nur eine Zweierrunde, was beim Spielen oftmals sehr langweilig wäre, gerade bei solchen Spielen. Dann wären wir nur die drei lustigen zwei. Trine ist halt dafür ausgelegt, zu dritt zu spielen, ist einfach die optimale Besetzung. Man kann es natürlich auch alleine spielen, man kann es zu zweit spielen, drei ist die optimale Voraussetzung. Die Aber vier gut, scheidet völlig aus. die vier entscheidet völlig aus. Fangen Entschuldige, wir der muss vorne dran. an. Nein, man kann den Vierer kann man auch zu viert spielen, aber es sind drei verschiedene Charaktere, also ist für Ja. drei Leute ideal. Ja. Fangen wir vorne an. Trine 1. Ja. Bitte dein Eindruck. Von 2009. Schon ein bisschen betagt das Ganze. Gibt es inzwischen halt in der Trine Ultimate Collection für die One und wahrscheinlich auch für die PS4. Ja, der erste Teil. Er ist sehr düster. Also er ist längst nicht so farbenfroh und bunt wie 2, 3 und 4. Vor allem 4. 4 ist halt, 4 ist das Sahnehäubchen quasi. Er hat so gefühlt überhaupt keine Rätsel. Du hast vielleicht mal eine Wippe, die du umstellen musst, aber der Rätselanteil ist so, ach, ich würde mal sagen, bei 5%, wenn es wirklich hochkommt. Sag doch mal für diejenigen vielleicht, die Trine 4, das Video dazu noch nicht gesehen haben, noch mal kurz, was für eine Art von Spiel es ist, also wie es aufgebaut ist, was man zu tun hat. Also mit solchen Leuten rede ich doch gar nicht, wenn die unsere Videos nicht sehen, dann. Nein. Kennt ihr Lost Vikings? Prince of Persia, Seitenansicht, ja, und reine 2D-Ebene. Oddworld, Heart of Darkness, alles Beispiel dafür. 2D-Seitenansicht, wir versuchen irgendwie von A nach B zu kommen, vom Anfang ans Ziel. Kurz zusammengefasst. Puzzle Was? vermischt mit Action oder Ja, Jump'n'Run, wie würdest du es nennen? allgemein, nein, die Bezeichnung ist ein Plattformer. Okay. Das ist die politisch korrekte Bezeichnung dafür. Mal mehr, mal weniger Rätsel, mal mehr, mal weniger Action, aber ein Plattformer. Ja, leider, also sehr düster. Und der erste, man spielt ihn so durch. Also irgendwie, man rauscht durch die Level, ohne wirklich zu wissen, was überhaupt passiert. Ja. Story, ja, wird in Standbildern erzählt. Schön vertont allerdings von der deutschen Stimme von Dr. Soldberg. Musst mal lachen, Und denn von Ned Ned Flanders auch Flanders, kurz einer mal der zu nennen. Charaktere, wird von der deutschen Ned Flanders Stimme gesprochen, ja. Ja. Es ist bedienungstechnisch noch ein bisschen, sage ich, komplexer, umständlicher, whatever, als 3-4. Weil du musst halt so, wenn du jetzt mit dem Zauberer irgendwelche Sachen erschaffen willst, ne, wenn du ein Rechteck, ein Würfel erschaffen willst, musst du halt wirklich mit dem Stick ein Rechteck zeichnen. Willst du eine Planke erschaffen? Eine Planke, eine Gerade zeichnen. Ja, war beim ersten Teil, war auch beim zweiten Teil, war auch beim dritten Teil auch so, beim vierten haben sie das zum Glück entschlackt. War es Ja. beim dritten auch so? Beim dritten war es auch so. Beim dritten war es auch so, okay. Wurde auf jeden Fall im vierten endlich entschlackt. Also im Prinzip haben wir, um das, ich nehme es einfach mal vorweg, in Trine 4 ist alles das Gute aus den ersten drei Teilen drin, weniger das Schlechte. Das Schlechte haben sie komplett weggelassen und das Gute haben sie alles in Trine 4 reingepackt.
Definitiv. Also was ich sagen würde, was in allen Spielen gut ist, muss man einfach so sagen, ist die Hintergrundmusik. Sehr liebevoll gespielt, passt perfekt in diese Märchen-Fantasy-Welt. In Trine 1, wie gesagt, natürlich auch der Zauberer, die Diebin, der Ritter. Die Eigenschaften teilweise identisch mit den späteren Sachen. Ich muss sagen, man hat im ersten Teil immer beispielsweise mit dem Zauberer noch die Fähigkeit, ein Dreieck zu erschaffen. Hat man später rausgenommen. Das Dreieck hat da zum Beispiel die Funktion, es bleibt... Haben wir gestern den ersten gespielt? Das war im ersten, ja. Wir spielen gerade ein bisschen durcheinander, deshalb ist das... Ja, wir haben es zur Auffrischung, haben wir es in der letzten Woche nochmal durcheinander gespielt. Zur Auffrischung und zur allgemeinen Verwirrung. Man kann im ersten mit dem Zauberer halt ein Dreieck erschaffen. Das Dreieck bleibt erstmal in der Luft schweben. In dem Moment, wo man drauf geht, fängt es an abzusinken. Ist irgendwie... hat dann schon nichts mehr mit Puzzle zu tun, sondern mehr mit Geschicklichkeit. Dementsprechend wurde es in den Folgespielen dann auch rausgenommen. Und in Teil 4 hat man dann schließlich zusätzlich zum Würfel und zur Planke die Stahlkugel reingenommen, was auch wirklich Sinn ergeben hat, weil da dann auch Rätsel waren, wo man auf einer Stahlkugel zum Beispiel durch Dornen durch musste. Also das hat mit einer Sache nicht funktioniert. Ist jetzt die Frage nach dem Huhn oder Ei, was war zuerst da? Die Stahlkugel oder die Rätsel, die man mit der Stahlkugel lösen kann? Ja, aber auf jeden Fall hat es Sinn ergeben. Also es war das, nicht selten, dass ich innerhalb der ersten drei Teile mir so gedacht habe, ja, eine Stahlkugel wäre jetzt eine wunderbare Sache, dass man unten durchkommt. Aber nein, man wird ein bisschen forciert irgendwie. Und traurig ist halt, man nimmt sich halt oft den einfachsten Weg mit der Diebin, haut wie blöde auf RT rum, um den Enterhaken irgendwo ranzubappen und irgendwie durchzukommen. Ja. Also, ich weiß nicht, so der Spielwert, gerade beim ersten Teil, man muss ihn vielleicht 2009 gespielt haben, mag sein, dass es damals ein super Knaller war. War ja auch, ist ja ein sehr unterbedientes Genre leider. Mag sein, dass das damals richtig gut war, aber wenn man halt mit dem neuesten Teil angefangen hat, ist es schwierig, mit den ersten wirklich warm zu werden. Es wird auch leider mit den nächsten beiden Teilen nicht besser unbedingt. Nein, also wenn ich mich nicht irre, tatsächlich, um das noch zum ersten Teil zu sagen, ist der, wie du schon gesagt hast, damals waren die Standards anders, das Spieleumfeld wurde anders bedient. Nach all dem, was ich gelesen habe, wurden die Bewertungen so im Durchschnitt mit 84-85% positiv bewertet, was natürlich eine sehr, sehr gute Wertung ist, weil es sehr kritische Seiten gibt, sehr kritische Magazine. Aber eben Trine 1, aus heutiger Sicht das Problem, es ist was für Liebhaber, sagen wir es mal so. Aber mehr so, sagen wir einfach, es war verbesserungswürdig. Also führt uns eigentlich direkt... Wenn man mit dem ersten anfängt und sich dann durch 2, 3 und 4 arbeitet, mag es richtig gut sein, aber wenn man mit dem vierten anfängt... Wäre andersrum die Frage, wenn du heutzutage mit Trine 1 anfangen würdest, hättest du noch Lust, Trine 2 zu spielen? Da ich ja, also Standpunkt jetzt, weiß ich ja, dass es vier Teile gibt. Wenn du es nicht kennen würdest, wenn du die anderen gar nicht kennen würdest, du hättest Teil 1 gespielt, würdest denken, puh, ja. Dann würde ich mir sicherlich die Fortsetzung oder zumindest die nächste Fortsetzung auch nochmal irgendwann angucken, würde aber sehr viel Zeit dafür brauchen. Also ich würde nicht direkt von 1 zu 2 weitergehen, wenn ich mich durch 1 in diesem Fall wirklich durchgequält hätte. Okay, machen wir jetzt trotzdem Trine 1. Wie gesagt, unsere Meinung für damalige Verhältnisse relativ gut. Für heutige Verhältnisse C, besonders wenn man den Nachfolger kennt. Schwierig, ja. Trine 2, was deiner Meinung nach ist verbessert worden? Sie haben definitiv an der Grafikschraube gedreht. Es ist auf einmal bunt, es ist fröhlich, es sieht märchenhaft aus, wo man vorher im ersten Teil durch sehr, sehr gefühlt 90% durch irgendwelche Höhlen und Untergründe gelaufen ist, hat man jetzt auf einmal Wälder, wir haben Wiesen, wir haben Felder. Das Ganze ist noch ein bisschen mehr comichaft überzeichnet worden, was dem Ganzen sehr gut tut. Ja. Ja, und es macht auch ein Stück weit mehr Spaß. Wir haben immer noch keine Karte oder so. Wir müssen immer noch, also wir können die Level einzeln auswählen, wenn wir einmal durch sind. Aber irgendwie eine Oberwelt oder sowas haben wir immer noch nicht. Genau. Wir haben auch von den Fähigkeiten her, die verschiedenen Charaktere haben, hat sich nicht viel verändert. Man hat ein bisschen an den Feinheiten rumgeschraubt. Beispielsweise, dass der Ritter irgendwie, glaube ich, erst ab dem zweiten Teil kann man sich auf den Schild des Ritters stellen, wenn er das nach oben zeigt. Das war im ersten, glaube ich, noch gar nicht möglich. Dann hat man zum Beispiel beim Zauberer, wie gesagt, dieses Dreieck weggelassen. Es ist irgendwie obsolet gewesen. Man hat sich da auf den Würfel konzentriert. Und auch da ist wieder das Problem, das Potenzial, was eigentlich in den Charakteren drinne stecken würde für die Rätsel, ist bei den Rätseln selber gar nicht ausgenutzt worden. Es ist im Prinzip ein Durchrushen und Rätsel sind minimal. Also ich sag mal, wenn man da überhaupt von Rätseln sprechen will, ist in dem Fall das Rätsel, wie komme ich da oben noch an diesen Erfahrungspunkt zum Beispiel ran? Es ist weniger ein Rätsel, wie komme ich überhaupt
ins nächste Bild. Solche also Rätsel findet ein man Level im haben zweiten sie im, auch nicht. Zweiten Teil wohl sehr geliebt und das war das Bringe Wasser zu der Pflanze, die wachsen will. Das wird exorbitant oft eingesetzt. Und ja, dann baut man hier eine Planke und da eine Planke und ja, dann also hat man es einmal gemacht und weiß man halt auch, wie es geht. Natürlich hier ist man ein bisschen anders konstruiert, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Ja, es hat sich da nicht viel geändert. Ich hab noch einen wichtigen Punkt zu 1 vergessen. Ja, bitte. Und zwar dieses Rumgewarpe. Also wenn man, es gibt ja im Spiel in den Leveln Checkpoints und völlig rudimentär, wir haben keine Ahnung, wir sind nicht dahinter gekommen, nach welchem Prinzip das funktioniert, wird man dann irgendwann mal, wenn man zurückgeblieben ist, also physikalisch irgendwo im Level noch am Machen ist und irgendwas einsammeln will, wird man dann zufälligerweise zu seinen Kameraden geworbt und macht da wieder weiter. So, wenn man dann sagt, okay, ich will aber da diese Erfahrung noch holen, die Schatztruhe noch öffnen, geht wieder zurück. Ich hatte es jetzt gestern in der Situation, ich war schon im Sprung. Ich hätte nur noch diesen Sprung, der hätte nur noch beendet werden müssen, hätte ich dieses scheiß Erfahrungsfläschchen gekriegt. Bevor ich aber diesen Sprung beendet habe, zack, war ich wieder bei meinen anderen Leuten. Und das passiert das ständig. Ne? Du suchst irgendwas, so, ja, die anderen laufen halt schon weiter, du guckst noch, ja, okay, hey, was ist denn hier noch? Ich habe ja noch was gefunden. Oh, schade, ich bin wieder bei euch. Das Problem dabei ist, das Spiel will schlauer sein, als es eigentlich wirklich ist. Und zwar ist diese Systematik dahinter beispielsweise, dass eine Figur irgendwo in einem bestimmten Teil des Spielabschnitts gegangen ist und da, sage ich mal, zum Beispiel einen Hebel umgelegt hat, damit auf der anderen Seite, wo sich die anderen gerade befinden, eine Tür aufgeht. Das Spiel möchte in dem Moment so schlau sein, möchte dieser Person, die da oben den Weg hingeschafft hat, den Rückweg ersparen und sagt deswegen, juhu, du hast den Hebel umgelegt, ich schieb die schon mal zurück. Dass man aber vielleicht sagt, Moment, wie Marius gerade gesagt hat, ich möchte hier noch Erfahrungspunkte einsammeln oder einen Gegenstand, irgendwie sowas, das berücksichtigt das Spiel nicht, es schießt einen halt einfach dahin. Hat ihmchen gestern erlebt, ne? Ist echt über einen tierisch komplizierten Hindernisparcours mit Flammen und ich weiß nicht, 5, 6 Versuche hat er gebraucht oder was, bis er endlich den Hebel erreicht hat. Lege ich diesen Hebel um, zack, ist wieder bei uns ist eine Tür aufgegangen, hat aber keiner von uns mitgekriegt. Er legt diesen Hebel um, zack, steht er wieder bei uns, verflucht erstmal das Spiel. Was soll die Scheiße, jetzt muss ich da nochmal durch. Kämpft sich wieder hoch, rennt an dem Hebel vorbei, findet da oben nichts und kommt wieder zurück und merkt, ach, hier ist ja die Tür auf. Genau, weil da habe ich dann erst begriffen, okay, das Spiel setzt mich automatisch zurück und da oben geht es gar nicht weiter, sondern es geht da unten weiter. Dummerweise passiert das halt random. Also meistens wirst du halt irgendwo zu den anderen wieder hingezogen, ohne dass irgendwas Relevantes passiert ist. Ja, das ist wirklich ein ganz großes Manko bei dem Spiel. Also wie gesagt, das Spiel möchte an dieser Stelle einfach schlauer sein, als es wirklich ist. Und diesen Hindernisparcours, den du gerade angesprochen hast, wir haben ja gerade erst gesagt, in den ersten Teilen sind die Rätsel nicht so ausgefeilt. Dieser Hindernisparcours ist eigentlich ein guter Beweis dafür, denn es kommt da gar nicht so sehr auf Rätsel, auf Tüfteln an, sondern wirklich auf Geschicklichkeit. Es ist einfach irgendwie Timing. Alles mit wann springe ich, ja, oder wann riskiere ich irgendwie da durch Stacheln durchzulaufen und kann der Energiestatus meiner Figur das ab, wie auch immer. Es ist so ein halbes Durchglitschen und ein wie gesagt, Geschicklichkeit. Es hat wenig was mit Rätseln zu tun. Das Schöne ist auch, dass das Komische ist halt, ne, man würde jetzt sagen, ja okay, man muss halt zusammenbleiben, um den Level zu beenden. Nee, das Level ist beendet, sobald einer der Mitspieler den Ausgang erreicht hat, dann ist für alle vorbei, haben sie alles geschafft. Sagen wir zumindest eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist. Es ist, glaube ich, das Einzige, was uns dreien bei Trine 4 so ziemlich auf den Geist gegangen ist, weil es relativ sinnfrei ist. Das waren diese Zwischenkämpfe. Oh ja, die waren schlecht in 4. In 4 war es halt so, man ist an einen bestimmten Punkt gekommen irgendwie und dann mit einmal, wumm, alles klar, Bild quasi sozusagen eingefroren, ging wieder vorne zurück. Da tauchten dann ein paar Gegner auf, die hat man gekillt. Dafür gab es nichts, das hat nichts gebracht, also es war sinnfrei. So. Aber an dieser Stelle mussten halt alle zusammenkommen, sonst konnte man nicht weitermachen. Wenn nur einer diesen Bereich erreicht hat, hat das nicht gereicht. Also da war halt schlauer von wegen, hier spielt man zusammen. Ja, aber da hätte man vielleicht auch was anderes machen können, sondern zum Beispiel einfach sowas wie warte auf andere Spieler, hat man ja an anderen Stellen auch gehabt. Wir waren dann immer schon bei, ey, hier ist wieder Tekken, wenn dann einer Fallout. Aber man muss einfach sagen, das haben sie in den ersten drei Teilen war das ein bisschen anders. Da sind diese Gegner quasi einfach mal so aus dem Boden rausgesprossen oder waren halt schon irgendwo, wo man hingekommen ist. Man hat sie gekillt und sonstiges. Also man wurde da nicht unnötig aufgehalten. Einfach weiterlaufen. Auch sowas zum Beispiel. Würde ich sagen, bringt uns direkt zu Trine 3. Waren wir mit dem Zweier schon fertig? Weil ich bin ja jetzt nochmal zurück zum Einser. Haben wir zum Zweier noch was? Ich wüsste nicht, dass wir zum Zweier Großartiges zu sagen haben, denn die Problematik, die wir haben, ist weit. Also, du hast die Vorteile, hast du schon angesprochen.
Nachteile im Gegensatz zu Teil 1 sehe ich nicht. Gut, dann sagen wir einfach, der zweite macht, wie das immer so ist bei einer Fortsetzung, oder oft bei einer Fortsetzung ist, der zweite macht alles besser als der erste. Ja, unglaublicherweise, ja. Der zweite hat es wirklich besser gemacht. Deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zu Teil 3. Das kann man beim dritten Teil leider nicht mehr behaupten. Er hat, sagen wir mal, er hat einiges anders gemacht. Definitiv. Das Gravierendste dürfte wohl sein, dass wir auf einmal aus der 2D-Perspektive quasi rausgekommen sind. In die dritte. Ich weiß nicht, ob es ein Marketing-Gag damals werden sollte, beispielsweise, dass man gesagt hat, try 3D. So, nee, sie haben es tatsächlich nicht als 3D verkauft. Also es wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen. Bei den Spielclips, die wir hier nebenbei einblenden, könnt ihr ja auch mal einen direkten Vergleich ziehen. Also bei Trine 3, ich würde mal sagen, wir haben also das Positive wieder übernommen. Die Musik ist schön, die Gestaltung ist schön, die Grafik wurde noch feiner gemacht, noch farbenfroher, alles wunderbar. Man hat bei der Levelauswahl ein bisschen was anderes gemacht, und zwar indem man bestimmte Punkte erst einsammeln muss, um damit andere Level freizuschalten. Also, man hat das Ganze in einer Übersichtskarte. Eine Oberwelt, die ist jetzt aber nicht so schön ausgearbeitet, die sieht aus wie so ein rudimentäres Spielbrett. Ja, genau, kann man im Prinzip sagen, wie so ein Tabletop irgendwie. Es ist eine schöne optische Sache, hat aber dem Spielablauf überhaupt nichts abzutragen. Und Teil 4 hat man ja so eine Karte quasi einfach nur, ich sage jetzt einfach mal bleistiftmäßig, in der man halt die Figur aufs nächste Level setzt, oder wenn man halt nochmal ein anderes Level wiederholen wunderbar will, dann wählt man das schnell aus. Effektiv, wunderbar. Ja, und geht wunderbar schnell. Ob man jetzt in Trine 3 diese Übersicht über die verschiedenen Welten braucht, weiß ich nicht, aber es ist eine optische Neuerung mal gewesen. Spielinhalt. Also für mich macht es, die dritte Dimension macht es unglaublich stellenweise langweilig zu spielen und auch stellenweise sehr kompliziert. Langweilig in dem Sinne, dass du halt wirklich Sachen hast, wo du halt, also man kann die Kamera nicht frei drehen, die Kamera bleibt quasi vorne auf dieser 2D-Ebene, geht aber dann in den Raum rein und kommt aus dem Raum auch wieder raus. Aber man kann sie nicht frei drehen oder ähnliches. So, ja, nun hat man aber natürlich, weil wir haben ja jetzt die dritte Dimension, hat man dann stinklangweilige Jump'n'Run-Parts mit dem Ritter, mit seinem Schild, der dann halt wirklich einfach nur, da ist der nächste Punkt, da kann er hinschweben, und dann kann er darüber schweben und alles in die Tiefe halt. Ja. Ach, nicht schön, nicht schön, nicht schön. Es macht das Ganze unnötig kompliziert, weil das Problem ist auch einfach durch diese Darstellung. Es ist teilweise sehr interessant. Man muss sich auf jeden Fall umgewöhnen. Das ist eine Herausforderung. Das Problem, was ich allerdings öfters hatte, waren einfach solche Sachen wie simple Dinge, zum Beispiel über einen Abgrund hinüberspringen, dass man gar nicht abschätzen kann, auf welche Höhe muss ich eigentlich gehen. Also wie weit muss ich vor- oder zurückgehen. Die Tiefenwahrnehmung ist da nicht so schön vertreten. Nein, also da wäre eine freie Kameraperspektive wirklich was gewesen. Ja, und ich finde halt auch sehr, also die gerade mit dem, wenn du mit dem Zauberer irgendwelche Objekte erschaffen, kein Thema, aber die halt von rechts nach links, also in der 2D-Ebene, sondern auch in die Tiefe, blöd, weil es fehlt halt ständig irgendwie die Wahrnehmung, okay, wie weit ist das Ding jetzt im Raum drin? Wo muss ich das hinsetzen? Ja, es ist unheimlich schwer. Also dieses Herausfinden, wo muss ich das jetzt machen? Also ich sag mal, da hätte man dem Spieler wirklich alleine schon so eine frei drehbare Kamera irgendwie geben müssen, um das so ein bisschen auszugleichen, weil es nimmt den Spielspaß einfach weg. Oder halt die Ebenen besser lesbar machen. Irgendwie so, also es ist ja auch nicht selten vorgekommen, man ist irgendwo rübergesprungen und war auf einmal tot, weil man im Hintergrund gelandet war. Also man konnte tatsächlich quasi aus der Welt sozusagen rausfallen und war dann tot. Das hat das Ganze dann wirklich sehr negativ begleitet, muss ich sagen. Ich als alter Jump'n'Run-Hase, ich weiß natürlich, hey, wenn du in einem Level startest und der Weg führt nach rechts, geh erstmal nach links gucken. Ich bin in jedem Level aus der Map rausgesprungen, über irgendwelche Berge rüber, die da eigentlich eine Levelbegrenzung waren, rübergesprungen, tot. Ja. Aber gut, hier kommt man wenigstens wieder, also nicht erst am Checkpoint, sondern dann kommt der Geist quasi wieder auf, und wenn dann einer der Mitspieler da drüber oder daneben steht, dann wird man wieder belebt an Ort und Stelle. Man kann sagen, in Trine 3 hat man die ersten Grundzüge dafür gelegt, was später in Trine 4 perfektioniert wurde, beispielsweise was die Ausstattung mit Fähigkeiten der Charaktere betrifft, ist aber in Trine 3 kommt es einfach immer noch zu kurz. Deswegen, also es bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Man hat
wenn ich es grafisch darstellen müsste, über die Steigerung der Verbesserung, würde ich sagen Trine 1, Trine 2, Trine 3, Trine 4. Trine 3. Man fängt schon, also es ist eine enorme Steigerung da, was es ja nicht oft gibt bei Spielen. Also wie oft haben wir das bei Spielen, gerade wenn du schon in den dritten oder vierten Teil reinkommst, dass man denkt, um Gottes Willen, das wird ja immer schlimmer, jetzt wollen sie innovativ sein, machen immer mehr Mist. Guck dir Assassin's Creed an, das ist ja seit 15 Jahren das gleiche Spiel. Zum Beispiel. Also ich sag mal, Black Flag und Syndicate waren da noch gut für mich, aber okay, anderes Thema. Guck dir die Ezio-Trilogie an, dreimal das gleiche Spiel. Das ist halt einfach, also bei Trine ist es wirklich so, beim vierten haben sie es perfektioniert und für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, muss man einfach, um jetzt nochmal das Äquivalent zu haben zum dritten Teil. Im Teil 4, was deutlich verbessert wurde nochmal, waren auf jeden Fall die Rätsel, um weiterzukommen. Man hatte wirklich Rätsel. Ja. Bislang es gab ist das Rätsel. Alles nicht so prickelnd. Wie kommt man an den Hebel? Wie öffnet man die Türen? Wo muss der Wasserlauf stattfinden? Wie muss man Licht umlenken? Wie muss man Spiegel einsetzen? Wie muss man irgendwelche Sachen verschieben, damit sich irgendwas öffnet? Das war in Trine 4 perfektioniert, wenn man die anderen drei als Vorgänger nimmt. Auch die Fähigkeiten, die Figuren hatten. Der Zauberer, was er erschaffen konnte. Die Diebin hatte mehr Möglichkeiten, ihren Enterhaken einzusetzen, die dafür wiederum aber auch gezielter und sinnvoller eingesetzt wurden und das Spiel nicht unnötig erleichtert haben. Der Ritter hatte beispielsweise dieses Magnetspiegelschild irgendwie, was dann hängen geblieben ist, in der Luft was stehen geblieben ist. Perfekt, wunderbar gemacht, um Rätsel zu erschaffen. Ebenfalls eine absolute Top-Sache, die wir in allen 3 Trine 1 bis 3 vermisst haben, war zum Beispiel, dass man mal sehen konnte, welcher Mitspieler hält sich eigentlich wo auf. Ja, in Trine 4 ist es so, dass man den Avatar der jeweiligen Person sieht mit dem Namen. Das heißt, ich weiß, wo befindet sich Marius, wo befindet sich der Simon, und die sehen halt jeweils auch die anderen beiden. Das heißt, man kann sich besser koordinieren. Man kann zum Beispiel sagen, ey Simon, mach mal hier mal eine Kiste, oder ey, Marius, zieh dich hier mal hoch oder heb mir mal das Schild hoch. In Trine 1 bis 3 sind wir teilweise wahnsinnig geworden, weil man hat ja gesagt, Mensch, hier, geh mal drauf. Und man wusste ja nicht, wer da steht und hat irgendwie im Kopf gehabt, naja, okay, da steht jetzt Marius. Marius, geh doch mal rauf hier. Und dann die Antwort zu kriegen. Um so eine Antwort zu kriegen oder irgendwie, ja, wie, wo drauf? Ich bin ganz woanders. Hier ist keiner außer mir. Ne? Was auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass man bei Trine 1 bis 3 halt sehr weit auseinander sein konnte. Wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, einfach zu sagen, hier, spring mal da drauf, wer auch immer da gerade steht. Genau, das war nämlich eine Sache, da kann ich jetzt, habe ich jetzt leider keine Referenz, ob das in den Originalspielen auch so ging oder ob das speziell für diese Collection irgendwie eingeführt wurde. Und zwar hat man die Möglichkeit, in den Spieleinstellungen von 1 bis 3 den Schwebemodus auszuwählen. Das bedeutet nichts anderes wie, der Zauberer kann ja beispielsweise Sachen erschaffen. Bretter, Würfel, wie auch immer, haben wir ja vorhin schon gesagt. In Trine 4 war es so, was angenehm die Sache auch erschwert hat und es sich unnötig erleichtert hat, war es zum Beispiel so, wenn der Zauberer einen Würfel erschaffen hat oder eine Planke und ein anderer Spieler ist da drauf gesprungen, fiel das Teil automatisch runter. Konnte damit er quasi man nicht, mehr in der Luft halten. Genau, damit man nicht einfach in die Versuchung kommt, da jemanden irgendwie langschweben zu lassen. Als Gegenpart dazu war es in Trine 4 allerdings zum Beispiel möglich, mit der Diebin einen Enterhaken an diese Sachen anzuschießen und sich hochzuziehen, wenn sie irgendwo abgelegt waren. War sehr vorteilhaft. In Trine 1 bis 3 hat man in den Grundeinstellungen die Möglichkeit, den Schwebemodus auf alle zu stellen, was bedeutet, die Figuren, mit Ausnahme des Zauberers, der das gerade erschaffen hat selber, können sich auf einen Würfel oder eine Planke stellen und der Zauberer kann die dann mit der Planke, sofern es das Sichtfeld erlaubt, vom eigenen Spielfeld, irgendwo hinbewegen, was die Sache zum einen extrem erleichtert, aber eben noch mehr das Spiel unnötig, ja, unnötig erleichtert. Ja, also es ist einfach ein bisschen Panne. Also wieder auch die Sache mit den Namen, dass die bei 1 bis 3 nicht eingeblendet wurden, sehr, sehr schade. Man vergibt sich da was. Lass mich noch erwähnen, speziell in Teil 1, ich weiß nicht, wie es in 2 und 3 war, den Charakterwechselmodus. Also man kann ja mit RB und LB durch die Charaktere schalten. Ich weiß nicht, wie es in 2 und 3 war. Im ersten war es aber noch so, dass halt von jedem Charakter immer noch einer da sein konnte. Ne? Also das heißt, wenn ich jetzt Zauberer bin, einer hier Diebin, der dritte Ritter, und ich sage, okay, ich will jetzt meinen Charakter wechseln, wird unten eingeblendet, hier der und der möchte den und den Charakter wechseln. Und dann muss ein anderer Mitspieler auch seinen Charakter wechseln, um das durchzutauschen. Da muss ich allerdings dazu sagen, auch das ist eine Sache in den Einstellungen. Man kann das bei 1 ändern, haben wir ja später auch getan, indem man sagt, Charaktermodus frei. Na, also das ist eine Sache, die Grundeinstellung war so, und wie gesagt, wenn die das nur für die Collection eingeführt haben, war es auf jeden Fall eine sinnvolle Einführung. Es zeigt aber umso mehr, wenn es beim Originalspiel
nichts dabei war, hat das wirklich Spielspaß rausgenommen. Weil es war schon so, wie Marius gerade gesagt hat, wenn jemand sagt, Mist, ich wäre jetzt gern die Diebin, weil ich will da mal hoch in diese Ecke jetzt, dann muss man sagen, hier, ich gebe den Charakter frei, bitte kann mal derjenige, der die Diebin ist, das wechseln. Macht es zäh, nimmt den Spielfluss raus, muss dann auch nicht sein. Einer muss irgendwie vorgehen, muss einen Schalter umlegen, dass die anderen nachkommen können. Und das macht das Ganze nicht besser. Aber man kann es ja ausstellen, man kann ja frei durchwechseln, wenn man weiß. Ja, man kann wirklich sagen, so begeistert wir von Trine 4 waren, sind wir, ich sag mal vorsichtig, enttäuscht von Trine 1 bis 3. Wir wollen nicht vergessen, es liegen einige Jahre dazwischen. Also der 2er hat mir tatsächlich noch am besten gefallen. Der 3. macht es durch die 3D-Perspektive, macht das mir völlig kaputt. Weil teilweise echt, gerade wenn es in die Tiefe geht, du hast ja diese Erfahrungsfläschchen, die du einsammeln kannst. Die sind dann manchmal auch nur da, um dir den Weg zu zeigen, dass du siehst, wo du lang musst. Ja. Nicht irgendwie von wegen, oh ja, guck mal, hier oben ist was, wie komme ich da ran? Nein, einfach nur, guck mal, da ist eine leuchtende Spur, da musst du lang. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, jemand, der mit Trine 3 angefangen hat und dann später nochmal 1 und 2 spielt, dem wird es so ähnlich gehen, wie wenn er vorher Worms 3D oder Worms Forge gespielt hat und dann halt mit der alten Worms-Version anfängt. Spoilerwarnung, Worms gehört in 2D. Dem ist das Zweidimensionale dann zu langsam. Das ist hier, aber hier und ich, er liebt 3D, ich mag die 2D-Variante. Ich liebe Worms Ports und auch Worms 3D, aber auch anderes Thema. Shrine 1 bis 3, können wir ein gesamtzusammenfassendes Resümee dafür abgeben? Sag ich's würdest du es sag würdest sag ich's jetzt oder sage ich es nicht? Ja, sie sind besser als Jar Jar Binks. Würdest du die Collection im Kompletten empfehlen oder würdest du sagen, vergesst es, kauft euch Trine 4 und ignoriert, dass es drei Vorgänger gab? Ich würde sie durchaus empfehlen, mit der Prämisse, mit dem ersten anzufangen und dann chronologisch vorzugehen. Weil dann hat man vom ersten zum zweiten hat man eine wunderschöne Steigerung. Der dritte ist dann wieder so ein bisschen Dämpfer, weil die Perspektive tut dem Spiel nicht gut. Und der vierte ist dann halt echt eine Bombe. Ja, stimmt. Und für Multiplayer sind sie auf jeden Fall alle vier geeignet. Ja, definitiv aber ein guter Tipp. Wenn, dann fangt vorne an. Und wie gesagt, eine einzige Sache, die ich wirklich sagen kann, die bei allen Spielen top sind, die Hintergrundmusik. Seltenst habe ich eine Spielreihe oder ob ein Spiel lebt, wo die Musik so schön abgestimmt war, so schön atmosphärisch. Ohne dabei aufdringlich zu sein. Danke. Ja, sie war nicht aufdringlich, sie war wirklich schön im Hintergrund. Man konnte es genießen irgendwie, es war schön, es hat ein bisschen verzaubert. Und wie gesagt, in Trine 4 absolut perfektioniert. Wahrscheinlich hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir einfach die Latte für Teil 1 bis 3 so hochgelegt haben oder die Erwartung einfach so groß war, die Hoffnung, dass der Spielspaß weiterhin erhalten bleibt. Wir werden die Teile, also wir müssen dazu sagen an dieser Stelle, wir haben von 1 bis 3 noch kein komplett durchgespielt. Bei 1 wären wir fast fertig. Wie gesagt, wir haben angefangen mit 1, dann haben wir irgendwann gesagt, komm, lass mal in den zweiten reingucken. Dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir schauen mal in den dritten. Und haben gestern dann spontan nochmal gesagt, komm, wir gehen nochmal zurück zum ersten, um nochmal so einen Eindruck davon zu kriegen. Damit wir euch das hier heute angreifen. Ja, genau. Und ja, wie Marius schon gesagt hat, wenn ihr euch die Collection zulegen wollt, fangt wirklich mit Teil 1 an. Wenn ihr sagt, ich habe mir gerade den vierten gekauft oder ich finde den vierten Teil geil, jetzt möchte ich auch die anderen dreimal spielen. Lasst es sein. Lasst es bleiben. Ihr werdet nur enttäuscht. Wenn es die Dinger irgendwann mal umsonst gibt. Im Zweifelsfall noch den zweiten, das ist noch der beste der ersten drei. Aber den 1 und 3 könnt ihr dann ignorieren. Aber auch da wirklich enttäuscht. Wenn es die Dinger immer umsonst gibt in Gold, in einem Game Pass oder was weiß ich, wo wir reden ja immer hier aus der Xbox-Perspektive. Keine Frage. Mitnehmen oder wie auch immer. Oder wenn man das Ding mal irgendwo auf dem Flohmarkt sieht für einen Euro. Überhaupt sollte man Spiele, die im Game Pass sind, immer sich zumindest sichern. Division. Du meinst im Gold. Ja, Spiele, die in Gold sind, sollte man sich immer sichern. Division. Ja. Das wäre vielleicht auch mal ein Thema für eine Sondersendung irgendwie über spezielle Angebote, die Anbieter haben. Zum Beispiel Sachen wie den Game Pass oder Xbox Gold. Oder Division. Naja. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Das wird nicht besser. Unser Fazit auf jeden Fall zu Trine 1 bis 3. Danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, unser Referenzvideo Trine 4 natürlich auch auf unserem Kanal. Ich gehe davon aus, dass wir das hier diverse Male verlinkt haben, oder? Ne? Ich werd mal schauen. Ansonsten können die Leute ja auch einfach mal ein bisschen bei YouTube unseren Kanal durchstöbern. Ja, natürlich. Wir verlinken das nicht. Sucht gefälligst selber. So. Darum. Ne? Also, sagt uns, was ihr davon haltet. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Danke fürs Zuschauen. War schön mit euch. Gehabt euch wohl. Ciao. Ciao.